Da kam Jesus mit ihnen zu einem Hofe, der hieß Gethsemane, und sprach zu seinen Jüngern: Setzet euch hin, bis dass ich dorthin gehe und bete. Und nahm zu sich Petrus und die zwene Söhne Zebedei und fing an zu trauern und zu zagen. Da sprach Jesus zu ihnen: Meine Seele ist betrübet bis an den Tod. Bleibet hier und wachet mit mir. Und ging hin ein wenig, fiel nieder auf sein Angesicht und betet und sprach: Mein Vater, ist möglich, so gehe dieser Kelch von mir. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafend und sprach zu Petrus: Könnet ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen? Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallet. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Zum andern Mal ging aber hin, betet und sprach: Mein Vater, ist es nicht möglich, dass diese Kelch von mir gehe? Ich trinke ihn, denn so geschehe dein Wille. Und kam und fand sie abermals schlafen, und ihre Augen waren voll Schlafes. Und ließ sie und ging abermal hin und betet zum dritten Mal und redet dieselbigen Wort. Da kam zu seinen Jüngern und sprach zu ihnen: Ach, wollt ihr nun schlafen und ruhen? Siehe, die Stunde ist hier, dass des Menschen Sohn in der Sünde Hände überantwortet wird. Steht auf, lasst uns gehen, siehe, der ist da, der mich verrät. Und als noch redete, siehe, da kam Judas, der Zwölfen einer, und mit ihm eine große Schar, mit Schwertern und mit Stangen, von den hohen Priestern und Ältesten des Volks. Und der Verräter hatte ihnen ein Zeichen gegeben und gesagt: Welchen ich küssen werde, der ist's, den greifet. Und alsbald trat zu Jesu und sprach: Gegrüßet seist du, Rabbi, und küsset ihn. Jesus aber sprach zu ihm: Mein Freund,
traten sie hinzu und legten die Hände an Jesu und griffen ihn. Und siehe, einer aus denen, die mit Jesu waren, reckte die Hand aus und zog sein Schwert aus und schlug des hohen Priesters Knecht und hieb ihm ein Ohr ab. Da sprach Jesus zu ihm: Stecke dein Schwert an seinen Ort, denn wer das Schwert nimmt, der soll durchs Schwert umkommen. Oder meinest du, dass ich nicht könnte meinen Vater bitten, dass er mir zuschickete, mir den 12 Legionengel? Wie würde aber die Schrift erfüllet, es muss also gehen. Zu der Stunde sprach Jesus zu der Schare: Ihr seid ausgegangen als zu einem Mäde, mit Schwertern und mit Stangen mich zu fangen. Bin ich doch täglich gesessen bei euch und habe gelehret im Tempel, und ihr habt mich nicht gegriffen. Aber das ist alles geschehen, dass erfüllt werden die Schriften der Propheten. Da verließen ihn alle Jünger und flohen.